Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der neuen Serie Step by Step möchten wir dir gerne die Integration einer Heidelberg Energy Control Wallbox über das WeinSeal Modbus Gateway vorstellen. Wie der Name Step by Step schon sagt, gehen wir Schritt für Schritt alle Aufgaben und alle notwendigen Vorbereitungen durch, um die Integration gewährleisten zu können. Hierzu brauchen wir natürlich ein paar Sachen im Vorwege, damit wir dementsprechend einfach loslegen können. Zum einen brauchen wir in dem Fall das WeinSeal Modbus Gateway. Hierzu haben wir schon in der letzten Folge der Smart Facts ein paar Infos rübergekommen lassen. Und wir brauchen natürlich auch eine Energy Control Wallbox. In der Form haben wir schon mal das ganze Äußere abgenommen, sodass wir uns direkt über die Platine hermachen können. Bevor wir jetzt in die eigentliche Installation eingehen, müssen wir uns aber zuerst einmal die verschiedenen Bedienungsanleitungen einmal anschauen. Vor allem auf der Heidelberg-Seite müssen wir einmal schauen, welche Einstellungen müssen auf der Platine gemacht werden, wie ist da irgendwas anzuschließen. Und das schauen wir uns im Detail an. Und dann natürlich auch, was ist in der Applikation des Modbus-Gateways einzustellen, damit das Modbus-Gateway und die Wallbox sich ja verstehen können. Und hierzu Schritt für Schritt gehen wir jetzt die ganzen Themen gemeinsam durch. Und natürlich am Ende vom Tag sollte dann auch ein Elektroauto laden können und diese ganze Steuerung über KNX auszuführen sein. Den Grundaufbau der Energy Control haben wir schon in einem der letzten Smart Facts Videos dir näher gebracht. Deswegen gehen wir heute ein bisschen detaillierter ein. Im unteren Bereich haben wir die Anschlussklemmen für die Zuleitung. Die Zuleitung an sich wird hier unten drunter unter diesem Aufkleber eingeführt. Die Verschraubung ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Und die Netzwerkleitung bzw. die Modbusleitung wird dann durch diese Einführung reinkommen. Im unteren Bereich haben wir den Drehschalter für den maximalen Ladestrom, den Abgang zum Ladekabel und auch den Stecker oder die Steckbrücke, um die externe Verriegelung zu aktivieren, zum Beispiel über den Schlüsselschalter, den wir jetzt auch gerade neu im Sortiment haben, von FlexMount. Auf der Zusatzplatine befinden sich der Zu- und Abgang für die Netzwerk- oder Busleitung. Wir haben hier oben verschiedene Dip- und Drehschalter. Hier ist nochmal einer, der S6. An diesen Dip-Schaltern habe ich jetzt verschiedene Einstellmöglichkeiten, um die Wallbox in ein Netzwerk zu integrieren. Und die schauen wir uns jetzt im Detail an, was welcher DIP-Schalter zu machen hat. Fangen wir ganz unten an. Der DIP-Schalter oder Drehschalter S1 hier unten ist dafür da, den maximalen Ladestrom einzustellen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir immer maximalen Ladestrom zur Verfügung haben wollen. Also drehen wir diesen auf die 5 oder eine Stellung ab 5. In der Stellung kann die Wallbox maximal 11 kW bringen. Alle Stellungen weiter unterhalb von 5 ist der Ladestrom dann auf 6, 8, 10, 12 oder 14 Ampere maximal begrenzt. Wenn wir jetzt schon den maximalen Ladestrom vorgegeben haben, dann gehen wir jetzt auch nochmal den minimalen Ladestrom vor. Das heißt, bis zu welchem Wert soll die Wallbox regelbar sein? Wir wollen natürlich die Wallbox maximal regeln können. Von daher lassen wir die Stellung auf der 0 stehen, sodass wir eben 6 Ampere Minimum Ladestrom realisieren können. Gehen wir weiter zum DIP-Schalterbank S5. Auf der S5 haben wir zwei DIP-Schalter belegt. Auf der einen den S5.1. In der Form kann ich sagen, dass die Wallbox dauerhaft die Beleuchtung, also diesen Leuchtkranz, der aus diesen LEDs rauskommt, dauerhaft angeschaltet sein soll. Möchte ich in der Form nicht, sonst brennt das Ding auch die ganze Nacht durch. Oder wir können sagen, dass es dementsprechend off, also ausgeschaltet werden soll. Dann erlischt die Frontbeleuchtung nach 5 Minuten, nachdem ich die Wallbox in Betrieb genommen habe. Auf dem DIP-Schalter S5.4, das ist nochmal wichtig, hier ist dann einzugeben, ist diese Wallbox ein Follower oder ein Leader, also sprich Master oder Slave. Wir wollen natürlich, dass diese Wallbox ein Slave ist, denn unser Master ist in der Form das Gateway.
Modbus an sich ist ein System, was klare IDs hat, ähnlich auch wie es bei KNX ist. Es gibt immer nur ein Gerät mit einer derselben Nummer, damit die Geräte einzeln auch ansprechbar sind. Hierfür ist die Schalterbank S4 zuständig. Mittels dieser DIP-Schalter kann ich jetzt sagen, welche Modbus-ID oder Modbus-Adresse diese Wallbox hat. Wir haben jetzt hier in dem Fall nur eine Wallbox drin, von daher fangen wir einfach bei der 1 an. Und anhand der Tabelle kann ich mir jetzt raussuchen, welche Adresse muss ich einstellen, damit diese Wallbox die 1 hat. In der Form schalte ich die S44 an. Und jetzt hat die Wallbox die Adresse 1 von mir bekommen. Bitte achtet auf jeden Fall auch darauf, dass ihr den Schirm der Leitung hier auf diese Metalllasche mit Feststraps, mit dem Kabelbinder oder so und auch nochmal die Zugentlastung des Kabels hier oben mit befestigt. Ansonsten nur noch die beiden Adern für A und B in diese beiden Klemmen bzw. in diese beiden Klemmen mit reinbringen und dann war's das. Alle weiteren Arbeiten finden dann im jeweiligen Gateway statt. Und hier nochmal das Weinziel Modbus Gateway aus der Detailperspektive. Hier oben ganz klar der KNX-Anschluss und hier unten sind die beiden Steckbrücken. Die habe ich jetzt schon mal rausgebaut, indem ich dann die Spannungsversorgung, 24 Volt, und hier unten drunter den Modbus anschließe. Wie ihr seht, auch hier steht A und B und die 4 ist dann der Schirm. Grundsätzlich also ein extrem simpler Aufbau, um Modbus dementsprechend ins KNX zu integrieren. Wir haben jetzt erstmal die Applikation in der ETS aufgemacht. Wie schon im anderen Video zum Modbus Gateway erzählt, wir haben hier auf der Startseite nochmal schön dargestellt, wie das Gateway anzuschließen ist. Wie auch gerade eben auch schon gesehen, auf der Klemme 456 klemmen wir den Modbus an und auf der Klemme 1 und 3 die 24 Volt Spannungsversorgung. Das Modbus Gateway kann bis zu 250 frei konfigurierbare Kanäle verwalten und das von bis zu 25 Slave-Geräten. Wirklich wichtig bei Modbus ist, dass man sich einmal das Manual anschaut des jeweiligen Gerätes. Hier steht nämlich drin, wie das Gerät anzusteuern ist oder anzusprechen ist. Und auch wichtig ist die sogenannte Registertabelle, um zu sehen, wo man welchen Wert herbekommt. Wir starten jetzt mit der Grundeinstellung, das heißt, wir holen uns die Geschwindigkeit 19.200 Bit pro Sekunde, 8 Datenbit, ein Stopbit, die Parität ist wichtig und das gehen wir dementsprechend schon mal ein. Das machen wir hier bei der Modbus-Einstellung. Das ist auch schon die Basiseinstellung des Weinziel-Gateways. Wir können hier noch höher gehen. Aber mit 19.200 hat man die meisten Dinger schon abgefrühstückt. Die weiteren Einstellungen können genauso bleiben. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt die Einstellmöglichkeiten oder die Einstellung der verschiedenen Modbus-Register an. Hierzu habe ich mir auf die rechte Seite des Monitors die Registertabelle gelegt und auf die linke Seite die Einstellmöglichkeiten im Gateway. Wir fangen von oben einfach an. Und sagen jetzt, die Busadresse Nummer 5 ist ein Read-Input-Register und gibt den Ladestatus raus in einer Range von 1 bis 11 als Unsigned 16. Also wählen wir uns hier den Kanal 1 aus. Wir haben einen Wert ohne Vorzeichen, also ein 2 Byte. Hier war vorher schon was eingegeben, das machen wir gerade nochmal neu. Ladestatus nennen wir uns das. Das geht von Modbus zu KNX. Ich möchte, dass gesendet wird bei einer Änderung. Es ist ein 04 Read-Input-Register und es hört auf die Adresse 5. Dann haben wir uns den nächsten. Das ist dann den Strom in der Phase 1. Auch da ein Unsigned 16. Hier geben wir dann ein Strom Phase 1. Auch hier bei Änderung auch wieder ein Lese-Input-Register und auf der Adresse 6.
Und noch einmal zuletzt, hier machen wir jetzt nochmal die Stromphase 2 mit rein. Auch hier Modbus zu KNX, Inputregister und hört auf die 8. Und das war es auch schon. Ich lege jetzt in Ruhe noch die weiteren Register an und dann schauen wir uns nochmal die gesamte Applikation dazu im Detail an. Hier nochmal ein Hinweis zur Modbus-Registertabelle von Heidelberg. Auf was ihr wirklich achten müsst, ist die Übersetzung der jeweiligen Daten, die ihr aus den Registern rausziehen könnt. Zum Beispiel wird beim Strom ein Bereich von 0 bis 350 rausgegeben. Wenn eine 1 dort steht, heißt das 0,1. Ihr müsst also den Wert dementsprechend in einer weiteren Logik berechnen. Das kann das Modbus Gateway von sich aus nicht. Das gleiche ist auch beim Strom, beim maximalen Ladestrom der Fall. Hier sagen wir 100 gleich 10 Ampere. Das heißt, wenn ihr 16 Ampere vorgeben möchtet als maximalen Ladestrom, dann müsst ihr 160 dorthin schreiben. Ein anderer Bereich, wo man es auch nochmal sehr deutlich sieht, ist die Temperatur, also PCB-Temperatur. Auch dort, wenn ihr da beispielsweise eine 325 bekommt, müsst ihr es umrechnen, sodass ihr eine 32,5 Grad bekommt. Bitte hier darauf achten, dass ihr das dementsprechend in einer weiteren Logik mit verwurstelt. Ja, wie ihr auch schon mitbekommen habt, es ist ein bisschen fummelig, die einzelnen Register dementsprechend im Gateway einzutragen. Von daher habe ich mir die Arbeit schon mal im Vorwege gemacht und zeige euch hier, wie es jetzt im fertigen Zustand aussieht. Wir haben hier jetzt diverse Gruppenadressen angelegt und dementsprechend mit den Kommunikationsobjekten so verbunden. Im nächsten Step gehen wir jetzt hin und bringen die gesamte Programmierung aus der ETS einmal in die Logic Machine von OpenRB rein, um dort einfach ja, deutlich leichter verschiedene Gruppenadressen sehen zu können, den Status zu ändern und auch dann dementsprechend deutlich einfacher auf den Bus schreiben zu können, als jetzt über den Busmonitor. Dadurch, dass es doch ein bisschen umfangreicher von den Telegrammen her ist, ist es dann deutlich leichter, das in der Logic Machine darzustellen. Des Weiteren werden wir die Wallbox nun installieren. Wir werden jetzt das Gateway in eine bestehende KNX-Installation reinbringen, um dann dementsprechend alles steuern zu können. Wir gehen jetzt an der Stelle nicht näher auf die Installation der Wallbox ein. Das ist ein Thema, was entweder der Fachkundige machen sollte oder halt dementsprechend gehen wir davon aus, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Wir haben jetzt die gesamte Parametrierung aus der ETS in die Logic Machine erstmal importiert und wir sehen hier, die Datenpunkte funktionieren auf jeden Fall, das heißt, wir haben alles richtig eingestellt. Diese grünen Zeilen heißen jetzt in der Form, dass dort ein neues Telegramm empfangen worden ist und dass dort die Kommunikation aufrecht ist. Wir sehen jetzt hier beispielsweise, dass die Spannung, die drei Spannungen auf die jeweiligen Phasen, wir sehen hier eine Gesamtleistung von 0, ja, weil das Auto steht gerade, beziehungsweise das Auto wird gerade nicht geladen. Der Strom ist ja auf 0. Wir sehen hier die Energie seit Start. Wir hatten eben natürlich schon ein paar Sachen mal probiert. Ladestatus 5. Das Fahrzeug ist angeschlossen, hat aber kein Ladebedürfnis, nennen wir es mal so. Wir sehen die Temperatur der Platine bei 161. Jetzt muss man wieder ein bisschen umrechnen. Nicht 161, sondern 16,1 Grad. Wir sehen, dass der externe Verriegelungsstatus, also sprich, das ist die Brücke, die ich rausziehen kann innerhalb der Wallbox, die ist freigegeben. Das heißt, die Wallbox ist auch dazu in der Lage, jetzt irgendwas zu machen. Wir haben die Modbus Watchdog Time, also die Zeit, die verstreichen muss, bevor die Wallbox in einen Fehlerstatus geht. Wir sehen die 16 Ampere maximale Stromaufnahme, die innerhalb der Wallbox eingestellt ist, beziehungsweise auch die 6 Ampere minimale Stromaufnahme. Der Remote Lock über die Software steht auf 1, das heißt auch hier ist die Wallbox in Lage jetzt irgendwas zu machen, ist also freigegeben und wir haben einen maximalen Ladestrom von 100, also 10 Ampere jetzt erstmal vorgegeben. Und jetzt starten wir einfach mal das Laden im Fahrzeug.
Die Relais oder die Schütze in der Wallbox haben gerade angezogen und man sieht auch, wie sich jetzt die verbleibende Zeit des Ladevorgangs hochrechnet und auch der Strom, der Ladestrom hochfährt. Was hier ganz interessant ist, die Wallbox oder das Fahrzeug schlägt nicht auf einmal zu und holt sich direkt den Strom ab, den es maximal möglich ist, sondern er fährt den Ladestrom langsam hoch und das sogar Phase für Phase. Wir sehen jetzt hier auch, dass die Gesamtleistung sich ändert dementsprechend, also die Kommunikation läuft hervorragend. Wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas und geben jetzt der Wallbox oder dem Fahrzeug einfach mal 16 Ampere vor. Und dementsprechend regelt das Auto sofort auf die maximale Stromstärke. Und einmal das Gegenteil. Wir gehen auf 60, also auf 6 Ampere. Und auch hier das Fahrzeug erkennt direkt den maximal möglichen Ladestrom und regelt dementsprechend runter. Man sieht es auch hier in der Leistung, 4333 VA bzw. Watt werden gerade abgenommen. Und wenn ich das Laden jetzt dementsprechend stoppe, fällt erst das Schütz ab und dann dementsprechend natürlich auch die dementsprechende Leistung bzw. auch der Strom in der jeweiligen Phase. Man sieht also, die Kommunikation zwischen der Wallbox und dem Modbus Gateway funktioniert extrem gut, extrem simpel. Aber wie auch schon im anderen Video erwähnt, die Umrechnung, die ich hier vornehmen muss, wie zum Beispiel bei der Temperatur oder beim Strom, das kann halt eben in der Form nur über eine weitere Logik geschehen. Das heißt, ihr habt irgendwo einen Server oder so eine Logic Machine, die das dementsprechend umrechnen kann für euch. Ansonsten ist das Bedienen ganz nativ aus dem Baukasten des KNX-Systems sehr schwer möglich, muss man fast sagen. Aber es ist machbar. Ja, wie ihr seht, es ist kein Hexenwerk, Modbus in KNX zu integrieren. Das Winesfield Gateway macht es einem verhältnismäßig leicht, das dementsprechend so vorzubereiten, sodass man direkt damit arbeiten kann. Die Energy Control Wallbox bietet eigentlich auch alle Funktionen, die man von einer Wallbox in der Form erwartet oder vermutet. Es gibt Wallboxen am Markt, die haben noch mehr Parameter, noch mehr Funktionen, aber für den einfachen Ansatz im Smart Home Bereich sollte das dementsprechend kein Problem darstellen. Mittels des Gateways, sei es von Winesfield oder von anderen Herstellern, ist es somit auch möglich, ein Überschussladen mit der Wallbox zu realisieren. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, dementsprechend auch Zusatzkommunikationsobjekte innerhalb des Smart Homes so vorzusehen, dass die Wallbox dann auch situativ gesteuert werden kann. Wenn ihr Fragen habt zur Installation oder zur Integration, besser gesagt, der Heidelberg Energy Control in ein KNX-System oder wenn ihr Fragen habt zu anderen Wallboxen, kommt natürlich gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns doch einfach an.